keep you up. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Fets. Hier ist euer Spectre. Und wir testen Watch Dogs 2 an. Ich habe es aus Zufall heute Morgen gesehen, dass eine Demo-Version jetzt verfügbar ist des Spiels. Also für die, wo das noch nicht haben, sehr interessant, dass ihr das Ganze mal antesten könnt. So, ich würde sagen, starten wir durch und gehen in den nächsten Hackerangriff. Gucken wir mal, ja, machen wir mal leicht, dass wir nicht immer gleich sterben. Und die Lautstärke reduziere ich auch mal etwas, dass ihr mich hoffentlich etwas besser versteht wie sonst. Da würde ich sagen, legen wir los. Server Farm in San Francisco. Betrachte das als deine Dead-Sec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Blooms Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens, habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Linkes Stick reindrücken für zu sprinten. Aha. R2 zum Klettern oder Höhen zu springen. Na dann. Also die Grafik sieht ja mal richtig toll aus, muss ich sagen. Also, nicht schlecht. Drücke X, um dich zwischen Deckungsmöglichkeiten zu bewegen. Drücke Kreis oder L nach unten, um die Deckung zu verlassen. Alles klar. Kamera. Da hinten aus müssen wir. Das sieht ja mal ganz gut aus. Keine Gegner in der Nähe. Ah doch, da unten ist ja was.
Drücke Kreis, um Feinde im Nahkampf anzugreifen. Naja, sicher. Steuerkreuz hoch, um Ausrüstungsrad zu öffnen. Hätte L2 zum Zielen gedrückt und drücke, ja gut, Standard. Wo kommt der auf einmal her? Mein Feuer noch nicht gesehen. Ah, ich wollte jetzt eigentlich nicht da runterfallen. Naja, geil. Müssen wahrscheinlich jeder lang. Nein. Oh, los, Leute! Da ist ein Eindringling! Das war jetzt nicht so geplant, dass wir da erwischt werden. Ah, wo ist denn der Kollege? Halte L1 gedrückt, um Objekte zu analysieren. Profiling bietet mehr Informationen darüber, wie du sie freischalten kannst. Ja, dann wollen wir mal gucken. Sicherungsterminal finden. Ah, da oben. Tippe L1 an, um packbare Türen zu öffnen. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Oh ja. Also für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee, keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Head? Oh Gott! Wer ist das? Das ist... Retro. Der Home Domain Awareness Hacker? Der Retro? Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre die zu. Ja, wie die meisten auch wissen, werde ich mir den nächsten PS4 Pro aneignen, sobald die Nachlieferung kommt. Und dann werde ich das Spiel natürlich auch Let's Playen, aber natürlich auf der PS4 Pro. Finde Zugangsschalter. Ja. Sind wir doch gekommen. Ja, vielleicht irgendwie durch die Kamera. Oder auch nicht.
kommen wir auch mal mit der Sache weiter. Schalte den Serverturm ab. Kundschaftet Gegner mit Hilfe von Medtech und Kameras aus. Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Ja, genießt den letzten Schluck. Ja, haben sie mich jetzt erwischt. Scheiße. Was passiert, wenn man es immer zu cool machen will? Naja. In einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS-prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System... Immer im System. Ach du Scheiße. Er hat's gemacht. Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Klettere in den Serverraum. Ja, haben wir gleich. Ja, was ist denn mit dir, mein Freund? Bleibst du jetzt da stehen oder kommst du nochmal zurück? Bestätige Ziel! Wie bestätige Ziel? Der hat mich ja gar nicht gesehen. Sie ja, machen alles nur noch schlimmer! Das sind hier überall Kameras. Oh, Scheiße! Das wollte man natürlich nicht. Die andere Seite müssen wir. Ja.
Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Meinen Respekt hat er. Der gibt echt alles. War noch keiner, als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. Dieser Netzwerkbrücke. Tippe L1 an, den Knoten zu drehen und Strom umzuleiten. Hatten mit L1. Ja, geht wohl irgendwie nicht. Mal etwas umsehen würde weiterhelfen. Was denn? Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Shit. Fuck. Ich könnte natürlich auch. Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom, wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Komm
Komme durch das Untergeschoss des Serverturms. Halte L1 gedrückt, während du ein Objekt anvisierst, um das Hacking-Modul zu öffnen, und drücke dann X, löse die Funktion des Objekts aus. Viereck, erstelle einen Ernährungsauslöser. Dreieck, schalte die Objektfunktion für einige Sekunden ab. Kreis, locke Leute zu einem Objekt. Okay. Ja, komm nach oben. Komm, Fifi. Ah, jetzt läuft er wieder weg. Da kommt ja schon der nächste. So finde ich das immer cool, wenn die Gegner zu einem kommen. Naja, komm. Oh, Scheiße. So, gucken wir mal, was weitergeht. Stehen bleiben! Wo zur Hölle geht's hin? Josh! Okay, okay. Fick dich, Blum! ...2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko,
Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Oho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Ihr habt echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Ja? Es sieht alles, was du tust, und verpetzt dich. Danke dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen scheiß Antrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung, die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir ja auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Bloom vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert, da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Fick dich, Bloom. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, über einen Like würde ich mich freuen. Natürlich nettes Kommentar auch. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich gerne abonnieren. Bis dann, euer Spekter. Haut rein.